Tja, als wir vor gut 2 Jahren unseren ersten Show-Express gemacht haben, da habe ich mir selber so einen kleinen Wunschzettel angelegt. Ein Wunschzettel mit all den Künstlern, die ich ganz gerne mal mit auf unsere Reise nehmen wollte. Aber wie das im Leben oft so ist, manche Wünsche gehen in Erfüllung, auf andere muss man eben verzichten. Die Gruppe, die jetzt gleich kommt, stand auf meinem Wunschzettel ganz weit oben. Und nicht nur, weil sie mit A anfängt. Ein paar Mal hatten wir schon versucht, unsere Fahrpläne zu koordinieren, aber naja, spät, aber nicht zu spät, hat's geklappt. Die erfolgreichste Popgruppe aller Zeiten. In diesen Tagen feiert sie ihr 10-jähriges Jubiläum. Und so, mit diesem Titel hat alles angefangen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause ist. Bei uns ist eine Riesenstimmung und hier sind Sie, hier sind ABBA! Thank you.
Was von eurem 10-jährigen Jubiläum eine kleine Rose und für möglichst viele, viele Hits noch in der Zukunft. Da drüben, Blumenbouquet. Ich habe das nicht geschafft zu tragen, aber ihr habt ja euer eigenes Flugzeug dabei, da könnt ihr das gleich mitnehmen. Jetzt muss ich mal zum Björn rüber. Hat's doch noch geklappt, Björn? Ja. Wirklich. Und ich bin besonders froh, nach allen Schwierigkeiten beim vorigen Mal, dass wir jetzt hier in Deutschland und Saarbrücken sein können. Was meinst du, wie wir froh sind? Ich bin froh. Es gibt aber jetzt noch einen dritten Titel, alle verlangen es. What's the next song called? Es ist ein ganz neues Lied und es ist Under Attack. Under Attack, ABBA, auf geht's! Yeah.
das war's. Das war's nicht nur für heute, sondern das war's mit unserem Show Express Endstation. Was bleibt? Eine ganze Menge Erfahrungen, Erinnerungen, neue Freunde. Die Hoffnung, dass ich, dass wir Ihnen mit unserer Sendung immer wieder ein bisschen Spaß, ein bisschen Freude, vielleicht auch ein bisschen Entspannung bereiten konnten. Aber auch, ja, ein Gefühl wie Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass Sie uns so oft mit offenen Armen aufgenommen haben. James, jetzt muss ich zu dir. Ich weiß, wir schlucken beide ein bisschen. Aber vielen Dank für die Freundschaft, die du mir entgegengebracht hast. Und vielen Dank auch für euch. Es waren wirklich zwei dufte Jahre. Danke euch schön. So, aber unsere alte Tradition wollen wir trotzdem nicht heute plötzlich so ad acta legen. Es gab zum Schluss immer wieder einen Kalenderspruch. Und ich hoffe, Ihnen hat die Sendung heute Abend gefallen. Dann können Sie mit mir aus ganzem Herzen sagen, Ende gut, alles gut. Tschüss, Wiederschauen.